Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Market. Mit mir im Studio begrüße ich den Timon Leikener, Private Banker mit der Walliser Kantonalbank. Hallo Timon. Hallo Patrick. Markiert euch mit Geldanlagen immer häufiger der Begriff ESG. Über das wollte ich gerne heute mit dir reden. Vielleicht ganz zum Anfang, für was steht ESG eigentlich? ESG steht für drei englische Wörter: Environmental, Social und Governance. Auf Deutsch Umwelt, also Ökologie, Sozial- und Unternehmensführung. Wenn man von ESG-Kriterien redet, reden wir von Kriterien, die das Verhalten von Unternehmungen in diesen drei Bereichen messen. Warum sollten sich Anlegerinnen und Anleger für die Messungen interessieren? Die Messungen ermöglichen Unternehmungen zu bewerten, und zwar zu bewerten nicht finanzielle Leistungen. Und kannst du uns da vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie so Messungen aussehen können? Jawohl, also im Bereich Ökologie können wir natürlich die CO2-Emissionen oder das Abfallmanagement einer Unternehmung mit berücksichtigen. Oder im Sozialaspekt können wir die Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit, also Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen messen. Und wie sieht es mit der G-Governance, der Unternehmensführung, aus? Ja. Eine gute Führung lässt sich zum Beispiel anhand von einer transparenten und klar kommunizierten Strategie erkennen. Und solche Massnahmen führen nachher natürlich auch eine optimale Entscheidungsfindung in der Unternehmung. Wie kommt ihr an die ganzen Informationen? Geht ihr da als Banker selber schauen, was die Unternehmen publiziert haben? Wir bei der WKB arbeiten mit mehreren externen Ratingagenturen zusammen. Die analysieren die Unternehmen analysieren und dementsprechend nachher eine schöne Bewertung. Und mit diesen Bewertungen können wir nachher schauen, ist eine Unternehmung nachhaltiger als andere. Jetzt, wie sieht das ganz konkret in der Praxis aus? Also, hast du das Beispiel? Ja. Nehmen wir zum Beispiel Nestle. Auf einer Seite haben wir die traditionellen Kennzahlen, erwarteten Gewinn, erwarteten Ertrag. Und auf der anderen Seite haben wir die ganzen ESG-Kriterien. Bei der Entscheidungsfindung werden beide Seiten angeschaut. Und was ist denn der Mehrwert von diesen ESG-Kriterien bei so einer Bewertung? Durch die Integration von diesen Nachhaltigkeitskriterien werden die Investitionen in umweltfreundliche und zukunftsfähige Unternehmungen getätigt. Okay, also wenn wir kurz noch mal zusammenfassen, heisst das, wir haben nebst den traditionellen finanziellen Kennzahlen auch die ESG-Kriterien. Und die helfen, besser zu verstehen, ob ein Unternehmen nachhaltig unterwegs ist. Merci vielmals, Timon, für die Informationen. Und merci vielmals, habt ihr zugeschaut. Wir sehen uns bald wieder zur nächsten Sendung von Market. Ade miteinander.